Ey! Ach ja, stimmt ja, ich werde ja respawned. Ich werde aber mit drei blauen Herzen respawned. Stimmt ja, da war ja was. Ah. Verdammt, jetzt habe ich natürlich mein rotes Herz verloren. Ah, mit drei blauen Herzen, ne? Das ist doch schön. Da gehe ich jetzt aber trotzdem hier in den Challenge Room. Ich habe mich in den Teufelsraum gebeamt. Das kann nämlich auch passieren. Aber da möchte ich nichts kaufen. Schade, ich dachte, jetzt bin ich tot. Was heißt das? Schade. Ich dachte, ich bin tot. Aber ich habe das Item vergessen. Stimmt. Okay, dann Chap. Rematch. Diesmal stirbst du aber. Drei Herzen schaffe ich dich. Ein Herz. Ein Hit ist immer eigentlich dabei bei einem Boss. Selten, dass ich mal den Boss One-Hit, No-Hit schaffe. Unsere Feuerrate, ne, ist echt nicht schön. Und ich glaube, wir haben bisher auch noch kein Damage abbekommen. Also, könnte interessant werden, auf jeden Fall. So, wumm, 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 wumm. Aber wir haben Fliegen. Fliegen ist nett. Kommt man eigentlich aber relativ häufig inzwischen. Was eigentlich ein bisschen schade ist, weil früher, vor dem Wrath of the Lamb Update, war Fliegen echt selten. Und jetzt ist es inzwischen echt häufig. So, wir bekommen zwei Hearts. Zwei Soul Hearts, das ist nett. Auf jeden Fall. Und wir haben den Spelunker freigeschaltet. Wieder ein Item. Und hier kommen wir schon wieder in den Teufelsraum. Es ist ja wunderschön. Ich gehe aber einfach weiter. Isaac hat Scheiße geschenkt bekommen. Das ist nicht schön. Nein, ist es nicht. Wo gehe ich lang? Ich gehe erstmal da lang, glaube ich. Ach nee, diese doofen Gegner. Ah, da ist ein blauer Stein. Das gefällt mir doch schon wieder. Die Gegner kann man nämlich nur von hinten angreifen und ich mag sie nicht sonderlich. Die können ein bisschen dauern, aber mit Geduld sind auch die Gegner kein Problem. So, wusch. Wusch. Gehst du jetzt mal down? Nö, nicht so. Okay, dann warten wir halt nochmal. Kommst du jetzt mal her? Danke. So, und du da unten, ne? Ekelhafter. Na komm. Wusch. Wusch. Tschüss. Hier bekommen wir eine Tarotkarte. The Stars. Das bringt uns direkt zum Itemraum. Das wäre nicht mal schlecht. Ich setze auch erstmal Two of Diamonds ein. Dann schalten wir nämlich Kane frei. Unseren nächsten Charakter. Ich überlege gerade, will ich das Safety Cap? Damit spawnen nämlich mehr Pillen. Ne, eben meine Pillen sind in dem Run sehr bescheiden. Nee, nehme ich nicht. Und dann gehen wir to the Stars. The Lucky Foot haben wir freigeschalten. Mit Kane. Und wir bekommen den Schub da Wub. Das ist auch irgendeine Referenz auf irgendein anderes Game, glaube ich. Ich weiß aber gerade nicht welches. Was das macht, zeige ich euch aber später mal. Uhaha. Die Viecher sind übrigens bösartig, weil die können nämlich Lasern. Mal firing mal Laser. Aber immer schön ausweichen, dann passt das schon. So, will ich in den Raum? Ich will in den Raum. Weil in den Truhen können nämlich blaue Herzen sein, das war aber leider nichts. Kriege ich leider ein halbes Herz Schaden. So, Viecher. Ich glaube, euch zeige ich mal Schubdabu. Da macht ich einen riesen Laser und tötet einfach mal alles auf dem Weg. Oh, eine goldene Truhe, die hebe ich auf. Machen nämlich das erste Mal den Challenge Room. Und gleich mal den Hit. Episch. War ja verdammt gut. Fast. La, 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 la. So, die Hupfis, die hauen wir weg. Und da ist eine Spinne noch erschienen. Die sind etwas bösartig hier, denn ihr Sprungmuster ist vollkommen random. Ah,
Oh, und diese Viecher, ne? Ich hasse sie. Kann man so dumm erwischen? Bis gar nicht. Nein! Oh. So. Bumm. In your face. Warum nicht gleich so? Ich bin immer zu geizig, eine Bombe. Oh, das ist nett. Den Pilz nehme ich. Der macht nämlich auf jeden Raum einen random Pilzeffekt. Und das will ich haben. Weil die Pilzeffekte sind echt gut. Nein, nein, nein. Nein. Oh, das war so klar. Konnte ich aber nicht wirklich ausweichen. Ich bin ja froh, dass ich Fliegen habe. Sonst könnte ich dann noch weniger ausweichen. Ja, ich muss auch erstmal selber wieder ins Spiel kommen. Na, ich habe jetzt schon etwas länger nicht mehr gespielt. La, la. Okay. Schubdawub ist wieder frei, habe ich noch gar nicht erwähnt. Das ein Space bei einem braucht nämlich immer eine gewisse Anzahl von Räumen, bis sie wieder aktiv werden. Oh, so hart. Finde ich gut. Ja, blaue Herzen, bitteschön. Gif. So, dich töten. Wäre gut. Jawohl. Und euch zwei da unten noch. Bam, 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 bam. Na. So. Diese Gehirne, die hinterlassen so Blutspuren und da sollte man nicht reintreten, wenn man nicht gerade fliegt, so wie ich. Aber mit Fliegen ist das kein Problem, weil da machen die einfach gar nichts eigentlich wirklich an Schaden. Da seht ihr übrigens einen Pilzeffekt. Man zieht ab und zu mal die Karte. Jetzt ist sie wieder weg. Aber ich erkunde immer auf den Ebenen meistens eigentlich immer jeden Raum. Und diese Viecher sind bösartig. Au. 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 Meine Güte. Konnte mir jetzt wirklich nicht anders helfen, um seine Bombe zu legen. Wir sind einfach echt langsam. Das ist das Problem. Au. Wir sind echt langsam. Aber gut. So, hier haben wir einen Red Patch. Das Red Patch nehme ich sogar. Das erhöht nämlich den Schaden, wenn wir getroffen werden. Eventuell. Alles, was Schaden bringt, ist gut. Und zwei blaue Herzen. Oh, nett. So, in den Shop gehen wir auch rein. Und da ist ein Bossgegner, nämlich Greed. Das ist nämlich der Ladenbesitzer. Und das hat Schaden gemacht. Sonst. Alter, was zum Teufel? Wow. Ja. Und wir haben jetzt übrigens den Filzeffekt, dass wir jetzt schneller sind und kleiner. Also ist ganz nett. Unser Trinket. Unsere beiden Trinkets. Das Red Patch ist auch extrem gut. War ich schon im Geheimraum? War ich schon im Geheimraum? Ich glaube nicht, ne? Ich gehe mal rein. Ich habe ja genug Bomben. Nö, hier war ich noch nicht. Aber hier gibt es eh nur Geld. Da sind wir schon wieder bei, was weiß ich, wie viele Münzen. Meine Güte. Bei 90 Münzen, 99 ist übrigens das Maximum. Aber gut. Ja, das sieht, merke ich gleich wieder, dass ich Isaac spiele. Bin ich ja eigentlich immer geprägt davon, dass ich viel Geld finde und eigentlich immer relativ gute Pillen. Wow. Viecher. Ihr seid bösartig. So. Okay. Echt, die Belebung, ne, war meine Rettung. Muss ich sagen. Jetzt fühle ich mich doch relativ sicher inzwischen. Mit so viel blauen Herzen. So, hier könnte ich zocken. Bringt mir das irgendwas? Ich glaube nicht mal. Das Einzige, was wir bekommen könnten von diesen Automaten, wäre übrigens als Item der Dollar. Und das wird einfach nur unsere Münzen auffüllen. Und wir haben genug Münzen, also wohl, ne? Naja. So, wir haben das Schubdawub wieder frei. Pünktlich zum Boss und wir bekommen The Fall. Natürlich. Und das ging voll daneben. Ah, wir haben den Schnelligkeitseffekt. Das finde ich gerade gut. The Fall ist ein böser Gegner. Oh Gott. Das könnte interessant werden. Weil der macht nämlich so vierfach Laser in alle Richtungen.
Und wenn er auf der Hälfte ist, dann teilt er sich auf und dann geht der Spaß von vorne los. Nur mit doppelter Ausführung. Halt immer schön draufhalten. Natürlich. Das geht ja nicht kaputt, ne? Immer schön ausweichen und... Ja, kesselt mich ein. Genau, ihr Ekelhaften. So, one down. Aber von der Fallen bekommt man immer relativ gute Items, wenn man ihn denn irgendwann mal besiegt. Oh, und wir bekommen ein extrem gutes, nämlich der Mark. Und der Mark füllt das? Ich glaube, das macht... Nee, das macht... Was macht das nochmal? Ich glaube, es macht nur Damage ab. Muss ich direkt mal gucken. Yo, Damage. Das Schwert haben wir ein bisschen dazu bekommen. Finde ich nett. Und ich überlege gerade, will ich auf der Ebene noch was machen? Ich glaube nicht. Ja, jetzt mit Damage ab, jetzt läuft das, muss ich sagen. Oh, ist doch gemein, beim Scheißen erwischt zu werden. Ja, auf jeden Fall ist das, glaube ich, jetzt sogar die letzte Ebene. Die Tiefen, wir sind übrigens in den Tiefen, habe ich gar nicht erwähnt. Wir sind jetzt in den Tiefen 2. Und das dürfte die letzte Ebene werden. Denke ich mal... Gott. Bomben fliegen. Sind böse. So, okay. Töten, töten, töten. La, la, la. Ich bin ja echt gespannt, wie lange ich das Let's Play übrigens machen werde. Weil, um das Spiel zu 100% abzuschließen, da braucht man ewig. Ich glaube, ich zeige nur ein bisschen vom Spiel. Alles hole ich auf jeden Fall nicht. Weil das würde viel zu lang dauern. Und da wäre ich ewig lang beschäftigt. Ich nehme halt ab und zu, nehme halt immer einen Run auf, schau, wie viele Parts das werden. Ich weiß auch nie, wie viel Part wir jetzt schon sind. Weil es ist immer noch die erste Aufnahme. So, hier ist ein Shop. Oh. Oh, 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 oh. Das ist gut, das Item. Die Habit. Quasi die Nonnenkappe. Und die Habit macht, wenn wir Schaden bekommen, dann füllt sich unser Spacebar-Item wieder auf. Und das ist einfach extrem gut. Hermit bringt mich zum Shop. Hey. Extrem gut. Okay, gehen wir in den Geheimraum. Hier haben wir Geld. Natürlich. Warum nicht? Geld ist immer gut. Man kann nie genug Geld haben. Ja. So, Envy, wir kommen in den Raum mit dem Zwischenboss, das kann nämlich auch mal passieren. Glaube ich unser erster, ne? Ja. Envy teilt sich auf in mehrere Gegner. Und ja, das war gut. Sollte man wieder immer erst auf die aufsplittenden Gegner drauf schießen. Weil sonst verliert man irgendwann den Überblick und dann wird's bösartig. Und dann lässt man sich hin. Man möchte so wenig gehittet werden wie möglich. Nicht wahr? So. Bam. Bam. Schade. Nein! Hoho, das war knapp. Na komm, diese Feuerrate, ne? Okay. Wir halten einen Matchstick, quasi ein Streichholz. Das erhöht die Spawnrate von Bomben. Brauche ich jetzt aber nicht unbedingt. Das ist übrigens nett hier, damit können wir zocken und... da kommt entweder ein lustiges Sprüchlein raus. Wach auf, Steven lebt. Oder... blaue Herzen oder Tarotkarten, stimmt ja. Und die habe ich 2 of Diamonds bekommen. Ich kann hier unendlich zocken, wenn ich will. Aber ich glaube, da mache ich dann entweder im Let's Play immer einen Schnitt. Ich nehme ja mit Camtasia auf. Mit Camtasia kann ich da einfach auf Pause drücken und dann mache ich dann weiter, wenn ich dann fertig bin. Ich glaube, so mache ich das. Wenn ich jetzt hier ewig lang rumzock. Ja, ne? Ich glaube, da mache ich dann immer einen Schnitt vorher und dann zocke ich dann. Ohne das Videozeit habe, wenn ihr den ganzen Zeit anschaut, wie hier Automaten bedient, könnte das extrem langweilig werden, könnt ihr mir vorstellen. Aber ja, das muss leider sein, weil dann kann man sich nämlich sehr mit overpowern. So, hier ist wieder Geld dahinter, hey, das brauche ich alles unbedingt. Das ganze Geld. Und wo war ich jetzt gehängt? Ich war jetzt in der Wand gehängt. Okay. Oh Gott. Viecher. Viecher. Uiuiui. A small rock has appeared in the basement. Das Achievement bekommt man, wenn man eine gewisse Anzahl von Steinen zerstört.
Schön. Man glaubt, das Small Rock war nicht mal schlecht. Den kann man nämlich auch unter blauen Steinen finden. Oder ich glaube nur unter blauen Steinen. So, und ihr Viecher, ihr sterbt. Ihr nervt einfach nur. Tschüss. Okay. Haben wir die Ebene aber fast geschafft? Geht sie weg. Von mir. Okay. So, wir haben eine Pille. Lockdown. Nee, möchte ich nicht. Der Hermit bringt mir eigentlich auch nichts. Warum habe ich das die ganze Zeit im Inventar? Ich weiß es nicht. Egal. Ist da was? Schub da. Oh, das war effizient. Fliegen. Fliegen. Die komischen Viecher. So. Weg die Viecher. Was das übrigens für Viecher sind, das werden wir eventuell noch sehen. Weil da gibt es nämlich später den Gegner, wo der Körper dazu gehört. Und die Viecher halten aus. Übrigens, die sind andersfarbigen Gegner immer. Das sind sogenannte Champions. Und die Champions hinterlassen immer ein Item, habe ich noch gar nicht erwähnt. Das sollte ich immer erwähnen. Ich kenne das Spiel so gut, dass für mich alles selbstverständlich ist. Also wenn ihr auch Unklarheiten oder so habt, warum ich gerade was mache und warum ich das tue, dann könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Ich beantworte gerne eure Fragen. Aua. Und Hupfies, habe ich schon mal erwähnt, dass ich da immer gehittet werde? Nee, ne? Vor allem diese Viecher, ey. Die sind so nervig. Schlimmste Gegner im Spiel. Finde ich. So, hier haben wir wieder einen Challenge Room mit einer Goldkiste. Die nehme ich doch mit. Hätte ich aber nicht tun sollen. Weil das Trinket bringt mir nichts. Das ist nämlich der Flat Penny. Der Flat Penny droppt immer einen Schlüssel, wenn man eine Münze aufhebt. Aber da wir in der letzten Ebene sind. Oh nein, Hupfies. Really? 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 Okay. Hupfies. Nein, 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 nein. Viecher! Geht weg. Oh, ich habe sie überlebt ohne Schaden. Finde ich gut. Dam, dam, da, dam, dam. Tschüss, ihr Viecher. Ekelhaft. Zombies. Wiederbelebbare Zombies. Das ist sowas. Ich dachte, das gibt's nur in Dead Space. So. Eine Münze kann ich euch ja gleich mal zeigen. Wir haben den Flip Penny und wir heben eine Münze auf. Achso, es kann nur ein Schlüssel droppen. Huch. Sorry. Ich habe nichts gesagt. Okay, da unten ist der Itemraum. Hier ist ein Stachelraum. Da könnten wir uns übrigens ein Herz abziehen, wenn wir drüber laufen würden oder auch fliegen würden. Und dann wird eventuell eine Truhe spawnen. Aber das haben wir momentan nicht nötig. Oder das benutze ich eigentlich in den seltensten Fällen mal, diese Räume. Weil die bringen selten mal irgendwas. Lam, lam, lam. So. Weg damit. Haben wir hier noch einen Räumchen. Ich mache erstmal den da oben. Ah, jetzt habe ich die Fliege nicht gesehen. Habe mich auf die linken konzentriert. So, wusch. 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 Alles töten. So wie sie das gehört. Einen Schlüssel. Dann gehen wir in den Itemraum. Oh mein Gott. Okay, der Run ist sowas von geritzt. Wir haben gerade das Imba-Item schlecht hinbekommen, nämlich den Finn-Mushroom, den Odd-Mushroom. Und damit ist unsere Feuerrate maximiert. Und schaut euch das an. Ist das nicht geil? Schön. Aber wie angekündigt, mache ich jetzt erstmal einen kurzen Schnitt und farm dann ein bisschen blaue Herzen, obwohl ich eigentlich wahrscheinlich gar nicht nötig hätte, aber so ein bisschen. Vielleicht droppe ich ja schon das Item, weil da gibt es nämlich auch ein Item davon. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder. Und ihr seht es an dem Münzenstand. Ich habe ein bisschen gezockt und dann hat sich der Automat selbst gesprengt. Das kann nämlich auch passieren. Und da ist ein bisschen was rausgekommen. Und zwar habe ich nämlich hier oben den Cancer bekommen. Quasi den Krebs. Also eine Krebszelle. Und es ist nicht wie ein RL, wo Krebs was Schlechtes ist. Denn der Krebs ist eigentlich relativ gut. Weil der Krebs verdoppelt nämlich unsere Feuerrate. Und schaut euch das an, was ich jetzt für einen Schuss habe. Das ist einfach nur immer, was ich jetzt schon wieder habe. Und ja. Dann habe ich noch die Chariot-Karte hier oben gedroppt. Und die Chariot-Karte macht uns für kurze Zeit unbesiegbar. Ist quasi ein Superstand wie Super Mario.
Und jetzt können wir zum Boss. Und es ist so gut wie geritzt, der Run. Das ist eigentlich, ich muss nur noch den Boss machen und dann... Zack. Wunderbar. Das gefällt mir. So, dann gehen wir rein. Was ist Mom? Warum jetzt Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen heißen? Das erfahren wir später erst. Das ist, weil wir wiedergeboren wurden. Weiß gar nicht, ob das dann überhaupt als... Oh, nett. War übrigens wieder ein blauer Stein. Den hat Mom mit ihren Pfötchen kaputt gemacht. Und der Kampf übrigens ist für Anfänger des Spiels relativ schwer. Weil ihr seht schon, da kommt Massen über Massen Gegner. Und bis ich es erstmal Mom geschafft habe, habe ich auch ein bisschen Übung gebraucht, auf jeden Fall. Weil es war nicht allzu leicht. So, Schutterbuch. In your face. Ihr seht schon mit der Ausrüstung, wo wir haben. Das ist eigentlich relativ easy. Finde ich jetzt. Man kann nicht nur den Fuß angreifen, man kann nämlich auch... Ach komm, ich mache jetzt noch Unbesiegbarkeit. Yay, es macht mir auch Schaden. Bam, bam. Yay! Ja, und damit ist mir zum ersten Mal die Credits. Aber die sehen wir nicht zum letzten Mal, weil jeder Run wird mit den Credits beendet. Ja, und damit haben wir den ersten Run erfolgreich geschafft. Finde ich gut, dass ich trotzdem nicht gestorben bin. Die Wiederbelebung sei Dank. Und ja, jetzt haben wir eine Menge freigeschaltet, unter anderem mehr Ebenen, weil nach Mom geht's noch weiter jetzt. Aber das erfahren wir dann erst im nächsten Run. Und dann mache ich jetzt hier erstmal den Schnitt und schau, wie viel Parts das werden. Es werden wahrscheinlich, zwei oder drei. Mal schauen, wie es schneit. Weiß auch noch gar nicht, wann ich das überhaupt hochlade, am Wochenende oder unter der Woche. Das sehe ich alles. Ach schön, hier sieht man nochmal die ganzen Gegner und die ganzen Bossgegner, die wir noch hoffentlich alle mal sehen werden. Dam, da, dam, dam, dam. And Isaac. Wunderbar. So, jetzt kann ich eigentlich mal in den Stats schauen. Da seht ihr jetzt mal meine Maus. Was ich denn jetzt freigeschaltet habe. Hier seht ihr Deaths 1. Also ich bin einmal gestorben, habe schon 19 Items aufgehoben. Und Mom Kills 0. Ach ja, der erste zählt ja nicht als Mom-Kill. So, Challenges können wir übrigens auch machen. Oh, da habe ich schon eine Menge freigeschaltet. Interessant, die soll ich eigentlich machen? Da gibt es nämlich schöne Items eigentlich. Ich glaube... Oder ich mache erstmal noch ein paar normale Runs, glaube ich. Die sehen wir übrigens, welche Items wir freigeschaltet haben. Also da gibt es noch ein paar. Minimal. Und wo kann ich denn nochmal die... Also hier, Found Secrets. Wir haben eine Cube of Meat freigeschaltet. Dann, wir haben die Harbingers, die quasi die Reiter der Apokalypse freigeschaltet. Dann haben wir Womp. Ja, das ist klar. Nee, das ist nicht klar. Wir haben Womp freigeschaltet. Das ist nämlich, kommt nämlich nach, na? Und wie heißt jetzt die letzte Ebene? Nach den Tiefen. Kommt der Womp. Small Rock? Isaac. Nein! Nein! Komm ich da zurück? Was? Wie habe ich jetzt... Egal, Freunde, ich würde sagen, das war's dann erstmal für heute von Let's Play The Binding of Isaac und man sieht sich dann im nächsten Part wieder zum nächsten Run. Also dann, bis dann! Ciao, Leute!